Kurz zur Wahl da lassen für nächste Woche von der SPD. Ja, danke. Schönen Abend. Danke. Ciao. Ciao. Der Weg ist ja auch. Hi. Hallo. Wir müssen auch noch eine Information zur Wahl nächste Woche da lassen von der SPD. Ja, schönen Abend. Los. Naja, wird ja hoffentlich nicht das letzte. Ich finde das total gekünstelt, wenn man jetzt anfängt so mit Na und. Also, wir sind nicht. Das sollen andere rausfinden. Und wenn ich jetzt eine Woche vor der Wahl in meinem Wahlkreis nicht weiß, was die wichtigsten Themen sind, dann habe ich sowieso irgendwas ganz falsch gemacht. Okay. Wichtiger, also habe ich das auch in der SMS quasi verstanden, wichtiger als einen zu überzeugen, ist unsere 10, ja. Überhaupt. Ja, genau. Ich meine, manchmal gibt es Geschichten, da ist es einfach, ja, das ist menschlich einfach wichtig, sich mal Zeit zu nehmen, oder es ist so speziell, dass man es gerne auch besser verstehen will. Aber für die beste demokratische Wahl, die man überhaupt treffen kann. Und auch die SPD ist die antifaschistische Partei, die man überhaupt nur wählen kann. Und es gibt nichts Rechtes überhaupt, was man da irgendwie treffen kann. Und du hast sie gewählt? Ich habe die SPD gewählt, natürlich grundlegend. Hast du Briefwahl gemacht? Ich habe Briefwahl gemacht. Okay. Ich habe per Briefwahl die SPD gewählt und ich würde es jederzeit wieder tun. Kevin steht neben dir, hört das bestimmt gerne. Ja. Wie heißt du? Sebastian. Sebastian, dass du die SPD gewählt hast. Ja. Du hast vorhin ein paar Gründe gesagt, warum du SPD wählst. Genau. Und gewählt hast. Sag mal. Ich würde es jederzeit wieder tun. Weil sie in der Nazi-Zeit gegen die Nazis waren? Genau, weil es die einzige Partei war, die in der Nazi-Zeit gegen die Nazis gestanden hat, dafür auch verfolgt wurde. Und die SPD ist die einzige Partei, die die Arbeiterschaft und auch alles andere Soziale vertritt, was die Bundesrepublik braucht. Mhm. Aber im Wahlbezirk von Kevin wohnst du leider nicht? Nein, leider nicht. Leider nicht, sondern Wolfsgau-Lichtenberg oder Steglitz? Lichtenberg wohne ich. Lichtenberg. Aber ich habe die SPD trotzdem gewählt. Wer ist da Direktkandidat für die das SPD? Das weiß ich leider nicht. Anja Ingenbleek heißt die Kandidatin für den Bundestag. Oh Gott, was der alles weiß. Okay. Naja, ich muss schon wissen, wer hier mit mir kandidiert. Ja. In Berlin. Ja, genau. Ja. Aber es gibt keine Alternative zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Also Grüne würdest du nicht wählen? Nein. Also ich halte die Grünen für eine demokratische, gern zu wählende Partei, die Werte der Bundesrepublik vertritt. Und ohne Ausnahme wird sie das auch tun. Und die Grünen sind eine zu vertretende Partei im Bundestag, bei der ich niemals etwas dagegen sagen würde. Und die Linken? Ja, bei den Linken habe ich das Problem mit der NATO. Es kotzt mich so ein bisschen an. Dass es eine pazifistische Partei ist, oder wie? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Deutschland braucht die NATO. Und die NATO ist generell ein wichtiger Teil der EU. Und du kannst auf die NATO nicht verzichten, wenn du Sicherheit in der EU haben möchtest. Dann funktioniert das nicht. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich genieße die Vorteile der NATO, aber gleichzeitig für dich verlangen, dass du trotzdem da mitspielen darfst. Das funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Das sind ganz einfache Dinge. Du darfst dich nicht hinstellen und verlangen, dass die Welt sich um dich kümmert, aber nichts im Gegensatz bieten. Die Bundesrepublik braucht ein klares Bekenntnis zur NATO. Der Kultursenator Klaus Lederer
der ja auch regierender Bürgermeister, als regierender Bürgermeister kandidiert, als Spitzenkandidat seiner Partei, hat ja das schon ein bisschen differenziert mit der NATO. Ich weiß dazu leider ein bisschen zu wenig. Ich auch. Also ich bin da nicht derjenige, der alle Parteigrößen vertreten kann. Aber ich weiß nur, ich habe meine eigene Meinung und ich weiß, was ich für richtig halte. Okay, fragen wir mal Kevin, was er sich für eine Koalition vorstellen kann nach der Wahl. Wieder Rot-Rot-Grün? Ja, im Moment würde ich sagen, also wir sind mit Rot-Grün sind wir nur 3-4 Prozentpunkte von der Mehrheit entfernt. Das wäre erstmal das Optimum, weil ich wirklich davon überzeugt bin, eine Koalition mit drei Parteien ist immer langsamer als eine mit zwei Parteien, egal wer daran beteiligt ist. Wenn ich da stören darf, sage ich einfach nur Folgendes. Man darf niemals den Willen der Wähler unterschätzen. Und man darf auch nicht so handeln, als ob der Wille der Wähler nicht zählen würde. Also im Endeffekt kommt es genau darauf an, was der Wähler am, was war das jetzt, der 26. ist der Wahltag. Und genau dann werden wir erst Bescheid wissen, was der Wille der Wähler ist. Und davor ist alles zu behaupten oder zu spekulieren, einfach irgendwo hingestellt, aber nicht das, was demokratisch ist. Ja, sondern manchmal ist ja der Wähler auch Protestwähler. Ja, das ist schlimm genug. Ich kenne es von meinem Vater, der leider dabei die AfD wählt, aus Protest, obwohl er selbst eigentlich SPD-Unterstützer ist, aber ihn hat vieles halt dabei gestört, weil es darum geht, einfach nur ein bisschen Protest reinzubringen. Was ich meiner Meinung nach für völlig falsch halte. Weil Protest wählen funktioniert nicht, indem man Rechten die Stimme gibt. Das kann ich nicht unterstützen und das werde ich auch niemals unterstützen. Und da bin ich ganz ehrlich, das nehme ich meinem Vater sehr, sehr übel. Kevin, was sagst du zu Protestwählern, insbesondere wenn sie AfD wählen? Also, dass man eine Wahl auch als Protestwahl nutzt, finde ich erstmal total verständlich. Das ist ja, es drückt ja erstmal aus, ich will trotzdem teilnehmen an demokratischen Wahlen. Ich finde aber gerade unter dem Angebot nichts, was mich überzeugt und ich suche nach einer Protestmöglichkeit. Ich würde aber immer sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Protest auszudrücken, ohne dabei Parteien und Menschen zu stärken, die das mit dem Mittel des Hasses am Ende machen. Weil Protest wählen ist immer okay. Aber meiner Meinung nach darf es niemals, niemals rechts sein. Niemals. Weil sowas kannst du nicht vertreten. Das ist einfach das Letzte, was man als Mensch machen darf, gerade im Betracht auf der Geschichte der Bundesrepublik, darf man sowas nicht machen. Ja. Das ist, also ich kann es nur einfach formulieren, weil ich auch ein bisschen was getrunken habe, aber ich habe trotzdem immer meine feste Meinung und der Punkt ist einfach folgender, egal was man sagt, es darf niemals auch nur ansatzweise Gründe geben oder auch nur ansatzweise Behauptungen oder sonstiges, die in eine rechte Gegend gehen. Sowas darf es nicht geben. Sowas darf es einfach nicht geben. Es darf kein rechtes Gedankengut in der Bundesrepublik geben. Sowas darf es nicht geben. Okay, Kevin, rechte Wähler sind ja auch zu einem gewissen Teil Hartz-IV-Empfänger. Und Hartz-IV soll jetzt um 3 Euro erhöht werden, nächstes Jahr im Januar. Kannst du dir da nicht vorstellen, dass es da Protestwähler gibt, die jetzt sagen, jetzt haben wir von der SPD die Schnauze voll, die hier Hartz-IV nur um 3 Euro erhöhen? Wir wissen in der SPD, dass rund um das Thema Hartz-IV, und zwar seit 15 Jahren schon, diverse Leute uns den Rücken zugewendet haben. Und ich habe grundsätzlich großes Verständnis dafür, dass Leute sagen, sie finden da nicht mehr die Werte von Gerechtigkeit und Solidarität wieder. Jetzt muss man aber auseinanderhalten. Deshalb wegen Hartz-IV die AfD zu wählen, ist wirklich wie sich selber ins Knie zu schießen, weil die AfD ist überhaupt keine Sozialstaatspartei. Die AfD ist für die Abschaffung der gesetzlichen Rente in Deutschland. Die AfD ist nicht für ein besseres Hartz-IV. Die AfD ist eine Elitenpartei, gegründet von Professoren, die überhaupt nichts übrig hat für die sogenannten
kleinen Leute in der Gesellschaft, die löst also an dem Problem überhaupt nichts, sondern was wir brauchen, und das will die SPD mittlerweile auch, ist eine andere Berechnung dieser Grundsicherung. Die ist heute nicht mehr gerecht. Viele Fragen der Mietnebenkosten, Wärme und Strom und so werden nicht richtig berechnet im Hartz-IV-Regelsatz. Da muss man sich umständlich das Geld vom Amt ranholen über Zusatzbedarfe, die man beantragen muss. Das ist ungerecht. Wenn eine Waschmaschine kaputt ist, wird heute so getan, als könne man aus dem Hartz-IV-Satz Geld zurücklegen. Kein Mensch kann aus dem Hartz-IV-Satz Geld zurücklegen. Oder wenn bei den Kindern mal die Winterjacke kaputt ist oder so, da muss es Möglichkeiten geben, unbürokratisch zu unterstützen. Das haben wir ewig in der SPD diskutiert. Das haben wir mittlerweile auch festgelegt, dass das künftig unser Umgang mit Hartz IV sein soll. Dass wir nicht mehr in einem System sein wollen, wo man sich dafür abfeiert, 3 Euro den Regelsatz erhöht zu haben. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Martin Schulz ist ja mal angetreten mit dem Slogan mehr Gerechtigkeit. Und hat dafür 100% gekriegt. In den eigenen Reihen. Ich frage mich, ist Gerechtigkeit überhaupt noch steigerungsfähig? Entweder Gerechtigkeit, aber was ist mehr Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit nicht ohnehin Gerechtigkeit? Ja, das heißt grundsätzlich Gleichberechtigung, das meine ich damit. Also, dass jeder Mensch gleich behandelt wird und nicht im Sinne von hier... von wegen, du hast hier sowas und so da vorher hingeleistet, also so ein Quatsch, sondern jeder Mensch muss grundsätzlich gleich behandelt werden. Mir geht es ja darum, die Frage war ja, gibt es, was heißt mehr Gerechtigkeit? Ob Gerechtigkeit, ob Gerechtigkeit steigerungsfähig ist? Gleicher als gleich geht nicht. Ja, doch, aber es gibt Steigerungen von Gerechtigkeit. Also, dass wir überhaupt einen Sozialstaat haben, dass Menschen in dieser Gesellschaft gerade keine Arbeit finden oder so Unterstützung kriegen, ist eine Idee von Gerechtigkeit, die nicht optimal umgesetzt wird heute. Das heißt, diesen Ansatz zu verbessern, wäre mehr Gerechtigkeit am Ende durchzusetzen. Und ich glaube schon, dass das die Betroffenen durchaus auch so verstehen. Man kann dankbar sein, in einer Gesellschaft zu leben, in der Kindergeld ausgezahlt wird, und gleichzeitig der Meinung sein, dass es ungerecht ist, dass gerade in Hartz-IV-Familien das Kindergeld mit den Leistungen vom Amt verrechnet wird am Ende und bei den Kindern nämlich gar nicht mehr Geld ankommt, nur weil das Kindergeld erhöht wird. Ja, dass es Kindergeld gibt, ist eine gerechte Idee. Dass es künftig hoffentlich auch bei allen Familien, gerade auch bei den Ärmeren, ankommt, das ist mehr Gerechtigkeit. Du meinst also, Kindergeld ist gerecht, aber dass es bei der Hartz-IV-Berechnung mit berechnet wird, ist nicht gerecht, und demzufolge dürfte es nicht berücksichtigt werden, und das wäre mehr Gerechtigkeit. Ja, unsere Gesellschaft behandelt heute nicht alle, da sind wir wieder bei der Gleichheit, nicht alle Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation gleich. Ja? Also beim Kindergeld denkt man ja, okay, hier geht es darum, der Staat fördert, dass jemand Kinder hat. Das wird aber abgezogen. Genau, das ist der aber Punkt. In der Realität kommt nicht jede Familie mit Kindern gleich gut weg am Ende dabei. Überhaupt nicht. Und dann muss man eben die Frage stellen, meint denn diese Gesellschaft wirklich, dass jedes Kind gleich viel wert ist? In Euro und Cent muss man heute sagen, leider nicht. Nein. Ja. Aktuell leider nicht. Ja. Okay, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich noch Folgendes sagen, und zwar, das ist persönlich für mich ein wichtiger Punkt, ich möchte mich gegen ein generelles Grundeinkommen aussprechen. Und das liegt einfach aus folgendem Grund, weil ein generelles Grundeinkommen würde bedeuten, dass wir freie Hand den Krankenkassen und den Sozialversicherungen generell, allen also den Mieten und sonstiges alles, lassen wir dadurch leider freie Hand. Und das darf nicht sein. Und deswegen ist ein generelles Grundeinkommen ein falscher Weg, um ein Leben generell, also was, wofür man stehen möchte, ein freiheitliches Leben, ist ein generelles Grundeinkommen der falsche Weg. Du bist aber nicht der Meinung, wenn es ein generelles Grundeinkommen gibt, dass sich diejenigen dann auf die faule Haut legen? Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir da den Punkt haben, dass es zu ausnutzbar ist. Wir haben da den Punkt,
dass gerade wenn es darum geht, Krankenversicherung und sonst was alles, das darf man immer nicht vergessen. Ich weiß zum Beispiel jetzt, wo ich studiert habe und leider aufhören musste, dass die Beiträge immer höher werden. Und wenn du die freien Beiträge nimmst, um freiwillig versichert zu sein in der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist einfach ein Unding und das ist unglaublich teuer. Also wir reden wirklich von 200, 300 Euro dabei. Und das ist der Punkt, das wäre das, was dann vom Grundeinkommen bezahlt werden müsste. Das heißt, wir haben davon abzuziehen, wirklich die Krankenkasse, die Miete und sonst was alles. Und im Endeffekt haben diejenigen alle weniger, als dass sie selbst im aktuellen, ich halte Hartz IV ist nicht das beste System, aber selbst Hartz IV ist dagegen besser, als dass man sowas vertreten kann. Und man darf nicht vergessen, genau deswegen vertritt die FDP die Meinung, dass sie dafür ist. Und das ist etwas, wofür ich die FDP auch verachte. Bin ich ganz ehrlich. Weil das funktioniert nicht. Weil das heißt, du stellst dich hin und kannst dadurch alles abwerten und stellst dich dann wirklich hin und sagst so, dann ist praktisch jeder selber schuld. Das ist einfach eine Argumentation, die es nicht geben darf. Aber genau darauf läuft das Grundeinkommen hin. Bist du auch der Meinung, dass das Grundeinkommen irgendwann von der Inflationsrate gefressen wird? Nee, ich bin generell der Meinung, dass es sowas gar nicht geben darf. Okay. Weil das ist einfach das, was zum Beispiel Hartz IV, das ist einer der Punkte, die ich bei Hartz IV sehr verachtet habe. Das vorher war halt bei der Sozialhilfe, das war angepasst nach dem Punkt, was gebraucht worden ist. Den Punkt hat man mit Hartz IV leider abgeschafft. Aber es ist kein Verhandlungs. Du darfst nicht verhandeln darüber, was Leute brauchen. Da ist kein Verhandlungsbedarf vorhanden. Sondern die einfache Tatsache ist, dass die Menschen einen Grundsatz zum Leben brauchen. Und der muss angepasst sein darauf, was eben die Lebenskosten sind. Und nicht hinstellen und sagen, nach dem Motto, wirklich jetzt dabei ein generelles Grundeinkommen, weil das lässt zu viel Spielraum. Das darf man nicht machen. Dadurch lässt man Vermietern, Krankenkassen, sonstiges alles. Das kann man sich alles selber ausrechnen. Dadurch lässt man in allen Spielraum. Das ist furchtbar, das darf man nicht machen. Okay, ich bedanke mich erstmal bei euch. Kevin, hast du noch was hinzuzufügen? Ich werde jetzt langsam in den Feierabend übergehen. Das ist okay. Verzeihung, dass ich ein bisschen einfach geworden bin in den Ausführungen. Ja, das war schon sehr gut. Okay. Gut. Okay, ich bedanke mich bei euch beiden. Ja? Danke.